Nintendo! Servus und hallo und willkommen zu, ja, Tetris Attack nach langer Zeit mal wieder. Okay, letztes Mal habe ich das Versus, glaube ich, gemacht. Jetzt könnte ich, ja, na, Endless ist langweilig, Time Trial ist auch zu kurz. Da probiere ich einfach mal das Stage Clear. New Game. Aha. Fangen wir bei Yoshi an. Runde 1. Aha. Ja, ich habe das ja bei Pokémon Pass League schon gemacht, das mit dem Stage Clear, mit der Linie. Aber ja, da halt noch nicht und da ist es halt ein bisschen anders. Oh Gott, ich muss erst mal wieder in die Steuerung rein. So, genau. Sorry für die große Videoabwesenheit. Ich war erstens krank. Und zweitens habe ich nicht so die Idee gehabt, was ich als nächstes mache. Und das, was ich geplant hätte, dauert noch etwas. Deswegen. Jetzt brauche ich sowas zwischendurch. Ganz chillig. Weil ich das ja eh so gut kann. Naja. Und 1-1 geschafft. Das kam bei Ding nicht. Bei Pokémon Pass liegt das. Yeah! Nur das. Ja, ich hab's geschafft. Bla bla bla. Ah ja, das originale Tetris Attack, mit dem bin ich aufgewachsen. Da kommt mein Skill her. Ah, zu früh, zu spät. Das hätte ich noch besser deichseln können. Aber egal. Ich bin ja nicht auf Punktejagd. Ich mag das ja einfach nur so. Und gleich Stage 1-2 geschafft. Ups. So, noch eine schöne 7. Ne, Moment, das wird schon. Moment. Ah, jetzt könnte. Na egal, da mache ich halt eine 11 statt eine 12. Hätte besser laufen können, aber hey, ich beschwere mich nicht. Oh Gott, nee, es schneit wieder draus. Ich hasse Schnee. Obwohl, wir hatten jetzt hier ziemlich warmes Wetter im Vergleich. Föhnig und so. Ah, bin ein bisschen zu hoch. Ich mag lieber die chillige Musik haben. Genau. Ja, jetzt geht ja alles noch schön langsam vonstatten. Es wird ja immer schwerer, das kennt man ja. Ups. Ah, wurscht. Wenn Gott ein Fenster. Ah, eine Tür zuschließt, macht er ein Fenster auf. So muss man hier auch denken. So, genau. Naja, neues Jahr und so. Oh! Okay, in der Luft gestoppt. Warum nicht? Dün-dün. Stage 1, die 4. Normalerweise wäre da schon Ende, aber das ist, glaube ich, hier nicht der Fall. So. Das verleitet für mich danach. Fast. Schade. Naja, egal. Ah, zu früh. Macht ja nix. So, wieder eine 6er-Kombo. Ich könnte so viel schwärmen über das Spiel, weil ich mag es einfach so sehr. Eins meiner All-Time-Favorites. Ich liebe es einfach so, Kombos und Ketten und so weiter zu machen und so weiter.
so viele wie möglich zu machen. Ich habe mir auch ein paar so Videos angesehen. Manche tun sich da echt schwer. So, also aus meiner Sicht kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen. Aber ja. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und das ist halt eine meiner größten Stärken. Ich weiß nicht, ob ich Tor als Stärke nehmen soll, weil ich brauche ja auch einige Versuche, bis dass ich da überhaupt durchkomme. Aber ja. Aber das und Mario und Pokémon, das sind meine Stärken. Vielleicht ein bisschen Zelda. Hab vorher gerade Hyrule Warriors gespielt. Ah ja, schön. Muss mich da noch durch die Master Quest Karte durchkloppen. Und noch ein bisschen durch die normale. Die ist so groß. Und ich kann ja nicht mit allen Charakteren gut umgehen hier. Brauchen wir noch eine große Kette, bevor ich hier verschwinde. So, der Helfer tut's. Hell yeah. Geschafft. So, Yoshi, ich verlasse dich schon mal. Auf zu Lucky 2. Und erst 6 Minuten, ja, fast 7 Minuten aufgenommen. Ja, Lucky 2. Okay. Mr. Time, aha. Wie heißt der? Gummi? Gummi? Oh, da steckt ein Flieger in der Wolke fest. Ach ja, genau nach der Zeit steigt dir das Speed-Level da. Aber... darüber brauchen wir jetzt doch keine Sorgen machen. Ach, Mist. So. Ah, schade, kein Wechsel in der Luft. Wäre cool gewesen. Ich spiele nebenbei mit Tastatur. Ich spiele alles mit Tastatur. Aber, ja. Man gewöhnt sich an alles. Oh, ich habe alles doppelt. Huh. Oh. So, da ist clear. Machen wir das gleich auch. Fertig hier. So, was machen wir da? Da geht was. Genau. So, 7 und das war's. Und auf einmal fliegt Gummi. Oder Gummi. Auf jeden Fall der fette Vogel da rechts. Huch! Oh. Das ist wieder eingepennt. Ah, ich habe vorhin gar nicht auf den kleinen Yoshi geachtet. Hups. Es tut mir leid. So. Ah. Unbeabsichtigte. Wow, what the fuck? Unbeabsichtigte Auflösungen. Ja. Ich liebe es, wenn solche jetzt Tricks funktionieren, wo man den Block so zwischenschieben muss in der Luft. So. Das wird eine Chirno 9. Oh, schade, keine genaue Kette. Naja. Wurscht. Hauptsache geschafft. Stage 2, die 3. Da bietet sich gleich wieder was an. Eine schöne 8. Ich
weiß, es gibt wahrscheinlich auch so Profis, die rasen durch die Stages einfach so, aber ich mag so eine Kombi aus beiden. Gute Kombos und Ketten und genießen. Weil für mich ist das Entspannung pur. Merkt man gar nicht so richtig an, weil ich so derbe Kombos und Ketten mache, aber ich stelle mich da jetzt gar nicht so richtig an, muss ich sagen. Irgendwie klingt das ziemlich arrogant. Aber es ist halt so, ich bin halt so derbe geübt. Ah. Und da kann er wieder auffliegen. Wie auch immer, und auf einmal wieder nicht. Ich glaube, der ist quasi so ein Relaxum. Mal aktiv, mal nicht. So, ja, alles Ebenen hier. Moment, da geht was, da geht was. Nein, gut, nicht. So. Mal sehen, ob mir das gelingt. Schade. Das ist echt nicht leicht, so in der Luft den abzufangen. Oh. Schade. Ist ja auch wirklich eine chillige Musik, also. Da kann man nichts gegen sagen. Ich kann mich ja meistens der Musik anpassen. Wenn mehr los ist, dann drehe ich auch mehr auf, ist klar. Aber ich habe ja gesagt, ich mache das als reine Entspannung. Und so. Wow, wir sind schon bei Stage 2.5. Oha, der steht ein bisschen weit hoch. Nö, 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 nö. Ups. Okay, dann drehe ich ein bisschen mehr auf. Na, schade. Das kann auch manchmal funktionieren. So, ein bisschen Spannung. Haha! Sag ich doch, das funktioniert. Ich bilde mir sowas ja nicht ein. So. Schöne Endkette. Wie ich das so auf Ansage mache. Oh yeah. Und Lucky Du geschafft. Es kommt. Pooch? Genau. Der sagt sich selbst. Ah ja, genau, wenn die Blöcke pulsieren, dann. Also fast den obersten Rand erreicht haben, dann stoppen sie länger, wenn sie Kombos und Ketten. Wenn ich Kombos und Ketten mache. So. Wie. Shit. Wie heißen die Affen? Die haben auch einen komischen Namen. Oh. Ups. Gleich so auftreten am Anfang, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will Entspannung. So, viel besser. Und der Affe links hat ziemlich Hunger. Ah, schön. Ist ja auch wirklich sehr passend. Ah,
Und... Ups. Ach, Mist. Jetzt. So, rein mit dir und geschafft. Ja... Paste... was ist das? Ich glaube, die Melone ist das. Wie heißen die Affen? Verdammt. Naja, egal. Manchmal funzt es, manchmal nicht. Da wie sich die Affen freuen, immer wenn ich eine Combo und eine Kette mache. So. Ich glaube, er fängt erst richtig zum Essen an, wenn ich eine hohe Kette mache. Genau. Ups, das wollte ich jetzt nicht. So, geschafft. Toll, zeig mir die Zunge. Naja, Affen halt. 3D3. Oh, man merkt schon, die Geschwindigkeit ist schon ziemlich hoch im Vergleich. So. Da tut sich was. Jawohl. Naja. Und schon wieder am Boden. Was ich gerne mal tun würde, ist gegen Sushimaru zu spielen. Weil ich weiß, der ist auch ziemlich stark darin. Weil ich habe seine frühen Videos mal angesehen. Der war nicht ohne. Naja, eines Tages vielleicht.